Verehrte Damen und Herren, in wirklicher Freude und Hochachtung darf ich Sie alle begrüßen. In dem alten Gemäuer unseres Stiftes, das ursprünglich war, die Gebinde zu erzeugen, wo dann der Wein erzeugt bzw. gelagert hat. Der Wein, wie es in der Schrift im Psalm heißt, der das Menschenherz erfreut, und der Wein, der da für uns Christen, Katholiken, mit Brot die Gegenwart des Herrn bedeutet, bis er kommt zur Vollendung der Schöpfung. Es ist unserem Haus, dem Stift, eine große Freude und Ehre, Persönlichkeiten zu begrüßen, die gerade mit unserem Haus eine sehr bedeutsame historische Rolle innehatten und, wie Sie dann gleich hören werden, bis dato. Mit großer Wertschätzung darf ich begrüßen Erzherzog Karl Habsburg aus der Familie Habsburg. Und damit bitte. Die Empfehlungen an die große Familie. Ich darf hier anschließend gleich begrüßen unseren Mitbruder Professor Ronheimer. Dankeschön. Und damit alle willkommenen Damen und Herren, die das Wort ergreifen werden zu diesem Thema, mit dem ich bin ein Optimist, ich hoffe das zu sein, die Neugestaltung von Europa gelingen wird. Die Idee von Otto von Habsburg, seine kaiserliche Hoheit, wie wir ihn nannten, Otto von Habsburg. Und das Symposium, zu dem Sie gekommen sind, trägt ja seinen Namen und somit die Wertschätzung. Wie weit Sie die Stiftskirche kennen oder kennen werden, Sie sind eingeladen dazu. Und wo man heute bemüht ist, dieses Europa neu zu gestalten, das sieht man im Chorgestühl. Da sieht man die Wappenländer der großen Familie, die es schon gegeben hat. Und über diesem Chorgestühl, wo bis heute das Gebet der Gemeinschaft verrichtet wird, ist der Ort, wo die Familie Habsburg zu gewissen Festlichkeiten hier waren. Ein symbolisches: Ich bin bei euch, diesen Ländern von Europa. Und so ist auch bis heute geblieben die Intention, dass diese Länder, so sie noch nicht dabei sind oder gerade unterwegs sind, in unser Beten, dass sie ein menschliches und ein bescheidenes nur bleiben kann, doch dabei sind. Ein Hinweis, dass durch das Gebet die Begleitung ist und den Damen und Herren, die aus diesen Ländern da sind oder da sein werden, wenn sie das so durch ihren persönlichen Radio den Menschen weitersagen können. Es war schon und soll wieder sein. Der Friede, den wir durch Jahrzehnte genießen dürfen, basiert ja auf diesem Gedanken eines Miteinanders und auch des Miteinanderlernens, Ertragens und Helfens. So wünsche ich Ihnen hier Stunden des Austausches, der Begegnungen und der Zuversicht.
der guten Meldungen, die Miesen, die haben wir genug. Wenn man da denkt, was da geschrieben wird, es ist ja nicht einmal wert, dass man es in die Hand nimmt. Um dieses Positive geht es. Und das ist der Gedanke von unserer kaiserlichen Hoheit Otto. Ich möchte schließen. Jedes Jahr am 24. September feiern wir für das Haus Österreich einen Gedenkgottesdienst oder wie wir auch sagen, Gottesdienstrequiem. Weil dieses Land der Familie unheimlich vieles nicht in Worten zu kleiden verdankt. Und auch dieses Haus, diese Stiftung, begonnen mit Leopold III. Und in der Nachfolge der Familie Habsburg. Dieses Gedenken ist ehrlich, aber ich glaube, es ist angebracht, hier jetzt, wenn dann ihr Arbeiten beginnt, in einigen Augenblicken der Stille dieser Familie zu gedenken. Herr und Gott, du Hoffnung, Erfüllung allen Guten, dass wir Menschen tun können und sollen. Wir bitten dich für das Haus Österreich, für alle, die zu dieser Familie gehören, im Leben oder die uns vorausgegangen sind, denen schenke du Vollendung. Und das ewige Licht möge ihnen leuchten. Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden. Amen. Nochmals herzlich willkommen und einen guten Verlauf und einen heiligen 5. Sonntag in der Fastenzeit. Und jetzt schon das große Fest der Auferstehung, Ostern.